Willkommen zurück. Wir sind immer noch fleißig am Dreschen hier bei Let's Multiplay. Mit dabei ist wieder der Showtek. Ja, hallo. Der Waldmeister. Moin. Der Frevel. Moin, moin. Der Daniel. Morgen. Der Marvin. Marvin spricht nicht. Marvin hat sich wieder gemutet. Marvin hat sich wieder gemutet. Sorry, ja, ich bin da. Ja, Marvin ist sogar schon die zweite Folge jetzt mit neu mit dabei. Unfassbar, ne? Du brichst hier sämtliche Rekorde schon fast. und Marvin ist halt einer der Menschen, die auf uns aufmerksam geworden sind durch die YouTube-Videos, muss man dazu ja sagen. Ja. Der hat uns gesehen und dachte so, ach Mensch, ey. Die wirken ja so sympathisch. Marvin, korrigier mich, wenn ich lüge. Oh, pass auf, was du sagst. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, dann melde ich mich bei dem. Ja, ja, jetzt ist er hier. Freut uns auch. Ja. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß, Marvin. Auf jeden Fall. Sehr schön, das ist gut. Hättest auch nichts anderes, sieht man. Hättest auch nichts anderes sagen dürfen. Ne? So sieht man, wie man vom Tellerwäscher zum Millionär wird. Ja, ja. Wobei, wenn man nicht mal Tellerwäscher ist, ist es auch, naja. Nur, nee, Marvin hat auch gleich den dicksten. Marvin, wo bist du hin? Wo bist du hin? Ich warte auf der anderen Seite auf dich. See, ja, ich wollte jemanden zum Abladen und du bist weg. Achso. Komme. Und Showtek Gruber. Ich wollte nicht so mitten ins Maisfeld rein. Naja, es sieht auch nicht so schön aus. Hab ich in der letzten Folge auch schon mal gemacht. Mitten ins Maisfeld reingefahren. Was ist mit mir? Du grubberst dein Fleißig, hab ich gesagt. Ja, jemand muss ja gleich die Drecksarbeit machen. Ja, bleib stehen. Schon was zu grubbern? Ja, auf Feld 34, 39 kann gegrubbert werden. Okay. Ja. Und wir haben in der letzten Folge auch schon festgestellt, dass der Überladewagen halt einen sehr komischen Triggerpunkt hat, ne? Zum Abladen. Komischerweise. Naja, du musst gleich Mais sehen. Ja, genau. Mais kann auch gleich gesät werden. Dann meinst du mich? Ja. Mais. Ja, Mais. Meins. Bei 34. Ich hab Hunger. Ich hab auch Hunger. Bei mir gibt's heute lecker Schweinebraten. Wollen wir auf dem Riesenfeld nicht auch mal was anderes ansehen? Nee, Schweinekrustenbraten. Nein. Achtung. Ja. Flo. Ja. Ich geh ein bisschen mehr rechts, dass ich nicht so viel mehr aufnehme. Okay. Brauch ich da eine andere Sämaschine oder? Die, wo ich vorher hingestellt habe, ist du die andere, ja. Aha. In Ordnung. That's the way, aha, we like it. Müssen wir mir die Tage mehr ein paar Felder kaufen. Bist du voll, Frevel? Yep. Okay, warte mal, stell ich mich kurz anders hin, dass du einladen kannst, ne? Okay. Warte, bleib stehen. Ja. Jo, lädt rein. Okay, ich bin jetzt auch bei 35% bin ich jetzt gerade. Warum? Das geht einfach, dass man das nicht mal also nicht einmal schafft, hier runterzufahren. Das wundert mich irgendwie. Weil wir gedüngt haben vorher, ne? Ich hab fertig gedüngt. Ja. Wie die Mähdrescher rückwärts rutscht. Ja. Bei 34 hast du gesagt, gell? Aber was ich hier extrem gut finde, beim Aufladen wackelt der Anhänger ein bisschen. Also der Krampe wackelt beim Aufladen. Das war, oder haben wir im Bausimulator, den wir ja auch ab und zu mal spielen, da wackelt nichts. Da kannst du mit der riesen Schaufel vom Bagger kannst du alles reinkippen und es wackelt nichts. Ne? Also hier wurde wirklich auf das ist auch gut. Ja, also hier ist wirklich Detailarbeit auch. Ja, aber sie hätten lieber dafür mal mehr Bugs gefixt, anstatt auf so Kleinigkeiten so großen Wert zu legen. Das stimmt. Naja, so nach dem Motto, ja, die Bugs, die kommen immer später fixen. Richtig, Hauptsache erstmal verkaufen. Verkaufen. Ja. Verkaufen. Noch mehr verkaufen. Ja, deswegen ja, die brauchen ja wieder einen Kaffee und so. Kaffee und Kuchen. Ja. Dass wir da weitermachen können. Ja. Ja, deswegen finde ich Early Access Games auch gar nicht so verkehrt. Weil da kaufst du halt einfach ein, da sitzen da 4-5 Leute und die sind. Teilweise sind die Spiele wirklich schon weitaus besser und ausgereifter. Wenn du Werbung machst, musst du schauen, dass du Geld bekommst dafür, gell? Ja, das stimmt. Ja, wenn du ein geiles Spiel hast, dann musst du nur auf Steam einfach ein bisschen was machen, dann kriegst du dein Geld von alleine. Fahr mal ein Rohr aus hier, bitte. Wird gemacht. Danke, dann kann ich nämlich gleich auf der Bahn hier nämlich schon einladen. Wenn ich den Berg überhaupt noch hochkomme.
Ich gebe schon Vollgas. Ja, die Steigung hier ist schon noch krass. Ja. Das stimmt. Weil so ein bisschen mehr Berge hätten schon machen können. Ja. Ja, aber dann hätten die Traktoren noch ein bisschen mehr PS gebraucht. Ach, wahr. Brauchen wir nicht. Gibt's bestimmt schon einen Mod mit 1000 PS oder so. Ja. 0 auf 100 in 0 Sekunden. Einmal aufs Gas drücken. Auf jeden Instant. Au! Ah! Mr. Waldmeister, Sie sind leer. Ich hab's bemerkt. Ich hab mir gerade meinen Tee geholt. Ach so. Oh, 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 Entschuldigung. Ich bin eh leer eigentlich. Ja, okay, ich bin bei 75%. Hallo Flo. Was? Wo? Wo ist Shotek? Ach, warte, ich fahr mal das hier vorbei, Shotek. Ruhig mal beim Grubber mal zu. Das kann ich nämlich gut zugucken. Ah ja, nicht durch mein gegrubberten Ding, gell? Na, mach ich nicht. Freilich mach ich das nicht. Das wollte ich vorhin nämlich noch sagen, bei mir gibt's heute leckere Schweinekrustbraten. Miam, miam, miam. Das wollte ich jetzt gar nicht wissen, weil jetzt habe ich Hunger. Der riecht schon richtig lecker, ey. Ich riech den schon im Backofen. Der Braten ist in der Röhre. Die Chicken Wings. Nee, Schweinekrustbraten. Chicken Wings sind aus Hähnchen. Ach, weiß. Ja, so ein richtig leckerer Schweinekrustenbraten. Oh, Ich kann auch huben. So. Ah, da hinten steht Daniel auch noch. Siehst du, dann können wir den Daniel auch noch mal zeigen hier. Wo steht denn, was macht denn der Daniel? Wieso steht denn der Daniel da einfach so hinten in der Gegend rum? Der wartet wahrscheinlich, keine Ahnung auf was der wartet. Auf gutes Wetter. Aber gutes Wetter haben wir ja schon wieder. Oder war aber Wichsen oder so. Na Showtech. Sag doch sowas was? Nicht. Ja, du tust es eh ausblenden. Du machst eh dann Piep. Ja. Das vergesse ich aber öfter mal. Da musst du das als 18 Jahre einstufen. Er meinte, also das, was Daniel gemacht hat, war natürlich die Schuhwichsen. Ne? Also man wichst ja, ja auch Schuhe. Genau. Schuhe. Also Lederschuhe, so schwarze Farbe mit machen. So genau, Farb, natürlich. Genau. Ja, das der Begriff Wichsen ist kommt von dem Schuh. Lederschuhe. Lederschuhe, ja. Da kann man auch okay. Ganz offen drüber reden, ja. Natürlich. Ist ja nichts Verbotenes oder sowas, was nicht jugendfrei wäre. Also. Nein, nein. Manche machen es halt mit dem Schwanz. Oh, manche mit dem Schuh. Also, du musst dich auch noch selbst geißeln nochmal, ne? Irgendwann. Was? Ja, echt mal, du kommst in die Hölle, ey. Natürlich. Ja. Ich hoffe drum. Der Himmel ist so kalt. Ja. Das sind gerade nur ich bin bei 91%. Hm? Was? Was? Bei 91%. Ja, okay. 93. Was meinst du mit Himmel? Himmel kalt? Wow, 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 wow. Da haben noch Rammstein auch einen schönen Song drüber gemacht. Gott weiß, ich will kein Engel sein. Ja, also, ich könnte mein Tempomat einschalten, gell? Hm. Ja, könnte man machen, ja. Muss man aber auch nicht. Oh, wir hatten da die zwei Maishalme stehen lassen. Ja, frag mal die hier abfahren hier, die dreschen hier. Ah, ich bin bei 100%, okay. Dann kann ich den einen Anhänger schon mal parken. Aber ist auch super, dass ich mit 100%, also mit 46.900 Tonnen immer noch 70 km/h fahren kann, ne? Also ist fantastisch. Realismus pur, wie wir feststellen. So. Dann steigen wir jetzt nochmal hier in den New Holland ein. Den ich hier runtergefahren habe, muss man dazu nochmal sagen. Da funktionieren die Spiegel auch richtig. Das ist nämlich, das nervt mich auch so, dass die Spiegel nicht richtig funktionieren, ey. Also nicht bei jedem Traktor. Was? Dass man die einstellen kann? Ja. Ja, das ist schon ein bisschen. Was ich meine, aber sie funktionieren. Ja, das ist auch schon mal. Ich meine, wir sind ja alle Einheits-, wir sind alle gleich groß. Fahren wir den Rohr aus, Friebel. Ups. Thermomat nochmal runterstellen. Ja. Flo, kaufst du dann
noch eine zweite Mais-Sämaschine. Ja, kann ich gleich kaufen. Und dann kann der nächste gleich mal helfen, da zum Grubbern. Ja. Feld 38 ist natürlich. Ich komme jetzt gleich grubbern. Sorry. Oh. Sorry. Ich hab zu viel. Sauer. So, neue. Nimm dir einen anderen Schlepper. Nein, nein. Du kommst mit dem nicht zurecht. Passt schon. Ist bis jetzt leer, du musst ne? doch üben. Jetzt, ja. Übung macht den Meister. Ist der zweite Drescher auch leer? Nein. Gleich. Also kriegt ihr nur ein paar Reste mitnehmen, die hier stehen. Okay. Hier am Feldrand steht noch, ich lasse den Traktor hier auch gleich stehen. Also, der ist ja 18% erst voll. Ich fahre den Einkipper, fahre jetzt voll weg. Zum Wo soll der Mähdrescher noch hin? Ja, haben wir haben mal Feld 38, haben wir noch Mais. Genau, dann machen wir gleich Feld 38. Dann fahre ich mit den vollen mal wieder zurück zum Hof. Und dann kannst du den Überladewagen auch gleich wiederholen. Ja. Zum Hof hoch, ne? Ja. Mach ich. Fällst du am besten da hinten, da wo die zwei Grimmen drinnen stehen? Ach, du meinst die vollautomatischen, ne? Von Grimme? Die andere Maschine? Nein, die Überlademaschine. Weil Meister, wolltest du noch abladen, bevor du fährst, oder? Ja klar, muss ich doch. Jo. Bauen wir bei 39 Ameisen. Ja, das ist ein Feld. Alter. Ach, jetzt bist du doof gefahren. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr hoch in den Berg, ey. Gibt's ja nicht. Ja. 10 km/h schleppe ich mich jetzt hier hoch. Wäre ich unten rumgefahren, wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen. Fahr du mal. Geht schneller. Feld 38 ist gar kein Mais. War schon gar nicht mehr drin. Was ist gar nichts dort? Nein. Okay, ja, dann können wir das auch gruppern und dann auch gleich Mais sehen wieder. Ja, dann jetzt alles wieder zurück zum Hof. Alter, ey. Berg hoch quälen hier, ey. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Traktor, ey? Was ist das für ein Deutz hier? Hey, Flo? Hm? Flo? Ja? Flo? Ja? Heul leise. Ey. Der große, das war ein Korb. Der große Kim Jong Floden, zeigt dir gleich mal, was leise heulen ist. Player Kicker. Ja. Kann ein Admin eigentlich auch ein Admin kicken? Weiß ich gar nicht. Nein, du kannst gar nicht. Ich glaub ja. Du kannst nur switchen. Ich glaub, wir haben hier schon den nächsten Auftrag. Was hat für den nächsten Auftrag? Soll Raps? Riesiges soll Raps Feld. Treffen? Raps, ja, Raps können wir auch noch machen. Daniel. Ja. Da ist noch nicht gegruppert, noch gar nichts. So. Na dann. Da muss gegrubbert werden. Wo, bei 39 meinst du? Ja, da fahr halt da wieder hoch, fahr halt einfach hin und her. Das sieht man doch, wo nicht gegruppert ist. Ah ja, genau. Freilich. Ist da jetzt schon jemand am Grubbern? Also zwei. Einer. Ja, wir brauchen nochmal einen zweiten zum Grubbern. Ja, wir haben noch zwei Gruppen, also ein blauen steht noch oben, da bei der... Und ich habe eine neue Saatmaschine gekauft. Genau, und dann die muss kann der nix. Wie viele säen denn schon? Einer. Nee, noch gar keiner, glaube ich. Was machst denn du da? Ja, dann säe ich jetzt. Ja. Ja, säen. Ja, fahr... Schau mal, da. Fahr da wieder hoch. Du. Waldmeister. War ganz normal wieder hoch, ja. Komm, wir stellen nur die Schneidwerke hier hin. Und die anderen stehen. Ja, okay. Ja, sonst passt nicht durchs Tor durch. Doch, Daniel, der passt durchs Tor durch. Da ist noch nicht gegruppert. Da wo ich fahr, da ist schon Grupper. Ja, aber ich fahr da noch mit dem Grupper drüber. So. Ja. Muss ich hier weiter da noch fahren? So, dann kippen wir die ganze Ladung mal aus hier. Sehr schön. Ja, hat auch wunderbar geklappt hier. Schon mal. Wie gesagt, wenn wir nochmal irgendwas machen sollen, wo ihr sagt, so, ja, das soll jetzt Multiplayer mit GCG mal zusammen machen, also mit Showtech und Co., dann schreibt das gerne in die Kommentare rein. Liked uns auch sehr gerne. Wie gesagt, bei 1000 Abonnenten gibt es einen netten Community-Server, den ich dann noch aufbauen muss. Werden jetzt noch andere Menschen in diesen Teamspeak hier reinjoinen? Hallo?
Wer ist denn da jetzt Der Madlex. Ach, der Madlex. Ja, Madlex hat schon die ganze Action verpasst. Verdammte Grützwurst. So. Hallo. Na, Madlex. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Sag alles schön. Tschüss, tschüss jetzt. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ja.